Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic. Genau. Wir haben ein mittlerweile recht lustig gefärbtes Turmfahrzeug. Ich hatte sowas Schönes vorbereitet und der Triss wusste es nicht zu schätzen. Ja, ich konnte das so nicht hinnehmen. Das hat irgendwie, ich habe das ganze Gerät rosa angemalt. Ja, das hat irgendwie an meiner Männlichkeit gezerrt. Unser Gerät ist jetzt ein Weibchen. Ich habe zwei Hupen vorne angebracht. Schön. Gott. Was ist denn das? Schön. Zwei Hupen, ja. So klein, aber mit was? Nein. Und wir können noch was zeigen. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Ich baue mal hier so ein paar davon auf. Weil es wurde endlich gepatcht. Also witzigerweise vor jeder Aufnahme erscheint auch passenderweise ein Patch. Zumindest hatten wir bisher das Glück, muss man ja sagen, dass wir dann auch was Neues zeigen können. Und es gibt jetzt Glas in unterschiedlichen Formen und Farben. Ich baue das mal hier hin. Kann man auch einfärben, haben wir schon festgestellt. Und es gibt sogar Glasblöcke. Also von allem etwas da. Und muss man sagen, hat Scrap ständig so ein bisschen gefehlt, das Glas. Jo. Jetzt ist es da. Jetzt können wir Fenster machen. Hol mich hier raus. Ich bin in einer Vakuumpackung. Hallo? Du machst dein Fenster im Fenster? Schon. Man muss sich durchgucken können. Es ist zu dunkel. Ja, also ich hoffe, wir erhöhen das Lichtlevel damit in den Gebäuden. Das wäre noch interessant. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Obwohl, naja, also ich gehe mein Glas einfach mal logischerweise davon aus jetzt, dass sie das tun. Das wär anzunehmen, ja. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir ja schon erfolgreiche Testfahrten eigentlich gemacht. Ja. Mit Balancing-System. Relativ erfolgreich, ja, kann man schon sagen. Wir haben das auch nach der Aufnahme haben wir das System patentieren lassen. Mhm. Wir nannten es Gleichgewichtssteuerungssystem Gaspedaldüsenantrieb. Genau. Ist jetzt patentiert auf uns. Mhm. Ja? Genau. Ja? Das... Darf auch nicht so nachgebaut werden, das ist jetzt genau. Unsere Kompanie heißt auch Brothers of G. Ist richtig. Also G. steht für das Grauen, ist dir klar. Ja, natürlich, natürlich. Weiß nicht, warum du da wieder so gelacht hast, so leicht. Ah, nee, das war so eine Weil man kann beim Patentamt nur 16 Zeichen benutzen. Schön. Das haben wir heute alles vollautomatisch über EDV-Systeme und da konnte man nur 16 Zeichen benutzen, also haben wir G-Punkt genommen. Moderne Computer mit. Ach, unser Gerät hatte ich schon zwei Hupen vorne, habe ich ganz vergessen. Oh. Ja, ey, was machst du denn? Ich habe eine Düse gedrückt. Ja, ich merk's. Ich pack da gerade irgendwie ein bisschen raus. Ich kann die Treppen nicht mehr hochlaufen, wenn der Wagen schief steht. Ah, echt? Ja. Die Treppen sind immer noch so ein bisschen buggy. Ja, genau. Und deswegen haben wir auch Pläne mit unserem Gefährt, glaube ich. Genau. Ein paar Änderungspläne. Ja, wir haben da mal so ein bisschen gebrainstormt. Genau, vor der Sitzung haben wir eine Sitzung gemacht. Das ist nochmal überdenkbar. Naja, wer im Glashaus sitzt. Genau, und zwar sollen wir schon verraten, wie wir das Gerät auch umbauen wollen? Kann man eigentlich mal machen. Oh, wir müssen die Hupen hier vorne anders einbauen. Was? Das ja, weil da passt kein Glas hin. Du hast was gegen meine Hupen? Das war der Steuerungssitz. Ja, jetzt, das darfst du jetzt aber neu connecten, ganz ehrlich. Ach, Sitz, warte mal. Wo ist denn der? Ach, hier. Wie geht nochmal? Ah, okay. Ich hab R gedrückt zum Drehen. Ich connecte mal, solange der liegt, glaube ich. Ist vielleicht gar nicht so blöde. Ja. Nee, ich hoffe mal nicht. So. Scheiße, wie waren das nochmal? An die Motoren, ne? Ja. Genau. Eine Seite schon aus. Komme ich da so dran? Geil, Glas ist lustig. Und die Vorderräder halt die Lenkung. Ach, Quatsch. Ja, doch. Sollte schon. Wir haben doch Düsenlenkung. Ja, Scheiße, ja, nee. Aber das sind ja bloß Steuerungsschub, Pedaldüsen, Stabilisierung. Kompensierungs... Noch ein Patent, das wir brauchen. Ich sage, muss man ja alles schützen lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst wird es hier sofort alles gestohlen. Das sieht aber schon nice aus, das Glas, wenn man jetzt mal so eine Glasfläche sieht. Gut, sieht aus, als würdest du gerade im Aquarium sitzen.
Na, falscher Knopf. Oh! Das ist ein Schlag mit dem Ding. Ja, war jetzt eigentlich nicht so geplant. Da kommt der mit seinem langen Teil daher und will mich erschlagen. Was? Ja, ja, genau. Mist, und reinspringen. Bei mir backt das, ja, ja, irgendwie, keine Ahnung. Das kommt noch nicht so richtig hinterher. Ah, ja, genau, genau. Ich hab auch irgendwelche Downloads laufen, die ominöserweise da sind, die ich allerdings auch nicht abbrechen kann, weil ich nicht weiß, was da runterlädt. Hab ich YouPorn geschlossen? Ja, hab ich zu. Wenn nicht, liebe Zuschauer, wenn es zwischendurch mal so ein bisschen, wenn es zwischendurch mal so ein bisschen stöhnen hört, ihr wisst, wo es herkommt. Genau. Aus den Dateien, die ich gerade zu dir rüberschieße, die du gewünscht hast. Natürlich, natürlich. Ey, hast du den Film mit der Blonden? Schick rüber. Ich hab mir vor der Aufnahme übrigens noch... Aber kriegst du hoch? Natürlich kriegen hoch. Was ist das für eine Frage? Wissen, vor der Aufnahme. Ich hab mir vor der Aufnahme noch Zack and Miri Make a Porno angeguckt. Sehr geiler Film. Kann ich nur weiterempfehlen. Kennst du nicht? Kenn ich tatsächlich nicht. Musst du mal angucken. Du lass dich kaputt. Ist super. Wirklich? Ja. Da. Sag mal, was machst du ja, denn? Ja, bei mir backt das doch so rum. Ich sehe nicht, wann da gerade ist. Aha, jetzt. Gegen! Okay. Ja. Steht? Okay, steht. Wunderbar. Okay, das Glas hat aber noch ein paar Farbbugs, muss ich feststellen. Wenn man so ein bisschen die Kamera bewegt, wird es mal grün, mal blau. Okay. Naja, gut. Das ist ja... Darf man alles nicht sehen gesehen. Hm? Bitte. Was? Ich versuche gerade in die Ego zu kommen, wie das mit dem Glas wirkt. Ja, schon sehr Aquarium-like, ne? Ja, ja, schon ein wenig. Oh Gott. Wo fahren wir? Was machen? Oh, die Lenkung ist falsch rum. War ja klar. Kennen wir, ja? Ich versuche mal ein Wendemanöver, ein leichtes. Das mit dem Lenken ist immer noch ein bisschen buggy. Oder schwierig. Dass der auch sofort abheben will, der Wagen. Naja, gut, der ist halt Leichtbauweise, ne? Ich habe Ingenieurswesen Technik gemacht, ne? Ah ja. Weiß man ja, dass ich schulisch sehr viele Laufbahnen schon abgeschlossen habe. Mhm. Also, ne? Also neben der Hauptschule. man kann doch theoretisch. Du hast Radio angemacht. Ja, Hinterdüsen. Genau. Man kann theoretisch doch angewinkelte Düsen machen. Okay. Und naja, zwar mit den Command-Blocks. Genau, mit Command-Block und angewinkelten Brettern oder so. Würde ja, das theoretisch gehen. Das geht. Weil ich habe mir ehrlich gesagt ein Video zu einem Flugzeug angeschaut. Wurde mir irgendein Video empfohlen. Ich glaube, als ich Scrapmechanic bei dir empfohlen habe, wurde mir ein anderer YouTuber empfohlen. Auch schön. Ja. Also nach unserem Scrapmechanic kommt quasi Empfehlung, guck dir doch was Gescheites an. Weißt du so. Ja, 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 ich kann YouTube da noch recht geben. Sag mal, hast du gerade gespült? Was? Braves Mädchen. Natürlich. Sie wird stubenrein. Wenn ich so ein Klopapier auch in der Nähe hängen. Das ist eigentlich schon wichtig. Kann man ja stellen, ne? Mhm. Musst du mal überlegen, du bist so ein Entwickler von so einem geilen Spiel, ne? Mhm. Was ja wirklich sehr geil und auch teilweise gut bedacht ist, was so Physik betrifft und so. Mhm. So. Jetzt könntest du alle möglichen Blöcke und Features machen. Was ist eins der ersten Sachen, die du reinbringst? Klopapier und Toilette. Was geht bei den Entwicklern? Ja, gut, das ist halt. Ist wichtig, ne? Ja, gut. Man muss ja erstmal so sein Zuhause anständig generieren können, damit man dann weiterbauen kann. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Außer ein Knochen. Ja, gut. Wie ist denn jetzt der Plan? Wer baut was oder wie bauen wir was zuerst oder was machen wir in dieser wunderschönen Samstagabend-Aufnahme? Ich drück mal ein bisschen an ihrer Hupen rum. Oh. Ja gut, wir haben ja gesagt, wir müssen oder sollten jeder so sein eigenes Projekt anbauen. Genau. Einerseits mögen wir uns gar nicht. Und zweitens. Ja, wir hassen uns für die Pest. Und zweitens liegt es einfach daran, dass der Baumodus an einem beweglichen Objekt ja ein bisschen blöd gemacht ist. Mhm. Und das hält mehr auf, als wir vorankommen. Ja, das ist richtig. Genau. Genau. Gut. Ja, wie machen wir es denn dann? Ja, weiß ich nicht. Pass auf, also ich hatte eine Idee, was wir denn bauen könnten. Genau. Was machst du denn da?
Ich weiß nicht, stylen. Ja, gut, ich hätte es jetzt anders genannt, aber. Wer hat das? Glasfelgen, viereckige Glasfelgen. Schön. Ja, gut, das ist halt produktionsbedingt nicht anders möglich. Mach die Räder weg und häng bloß die Glasdinger dran. Schön, ja. Okay, so, die Liste. Genau, die Liste. Wir haben einmal das Auto, welches hier steht. Das hat natürlich noch ein wenig Optimierungsbedarf. Und wir wissen auch schon, also wir haben da auch eine Idee, ehrlich gesagt. Genau. Wie es, in welche Richtung es gehen soll. Yep. Verbesserungstechnisch. Genau, oder dann. Oder Verschlimmbesserung. Dann hat der werte Herr Rossi vor der Aufnahme noch den Wunsch geäußert, er möge gerne eine Schwebebahn bauen. Hat er. Ja. Genau, muss cool. Aber dann hoch genug sein, dass unser Auto drunter durchpasst. Ist klar, oder? Ja. Ja, vor allem, ich dachte, eine, die so also um das mal den Zuschauern nochmal zu erklären, eine, die wirklich dann sich quasi an einer Stange an Rädern fortbewegt, finde ich eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Weiß ich nicht. Alter, machst du das jetzt wirklich mit den Rädern? Na, du wolltest doch Hund haben. Und ich bin aus Minecraft geübte Rundungsmacher. Ja, natürlich. So sehen in Minecraft Rundungen nun mal aus. Na, wir haben aber auch so runde Blöcke, das ist dir klar, oder? Also nicht keine Blöcke, aber... Die haben alle so Spikes. Wenn die den Fahrduells irgendwie im Bereich werden. Ja, mach doch so Tanks dran, ne? Hier so. Sowas. Nein, ich will Glas, das neue Element. Na, ist doch Glas. Ist halt Glastank. Hier ist nix, Glas kann ich durchgucken. Ja, kannst du durchgucken. Ist bloß blaue Farbe dahinter. Da drin. Da drin, genau. ja. Genau, dann wollte ich ja noch einen Läufer bauen. Genau, da kennen wir, es ist auch im Outro so ein kleines Video und so. Hast du mal auf hier? Was tut er da? Da kann ich mal lustig schieben. War das geplant? So halbwegs, ja. Und du hast noch mehr Vorschläge, hast du gesagt, oder? Genau, dann, was wir im Preview schon angefangen hatten, was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, was ich jetzt spontan noch auf die Liste mit aufgenommen habe, ein Hovercraft. Stimmt, ein gescheites. Ein gescheites, ja. Genau, keine Plattform mit Wohngelegenheit, die schwebt. Mit was? Ja, genau. Und, genau, dann kam noch ein Kommentar von werten Zuschauer, der hat gefragt, ob wir mal Podracer bauen würden. Ah ja, stimmt, hab ich schon wieder vergessen. Genau. Genau, also es gibt theoretisch eine Menge Ideen von unserer Seite, von eurer Seite, wie auch immer. Das wird jetzt schwierig, ne? Ja, gut, aber... alles halt Variationsmöglichkeiten, ne? Wir können ja auch ein bisschen was verbinden. Einerseits möchte ich unser Gerät nicht vermissen, ne? Weil das wäre schon geil, wenn das richtig funktioniert. Aber andererseits reizt es auch natürlich, irgendwas Neues zu machen. Ja, das wird's immer. Ja, ich glaube, die Ideen werden niemals aufhören. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, wird schwierig. Okay. Na, auf was hättest du denn jetzt im Moment am meisten Lust? Ja, auf meine eigene Idee. Also, ich will übern. Ja. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, ich baue dabei noch ein bisschen am Auto weiter. Zumindest mal so ein, zwei Folgen. Und dann können was wir auch nicht leicht wird, wenn man überlegt, wir wollen in die Breite ein bisschen gehen. Das heißt ja, die kompletten Achsen verschieben sich ja auch, ne? Ja, naja, muss ja nicht. Ich kann dann bloß die eine Achse wegmachen und das alles dann ein Stückchen weiter nach links versetzen. Mhm. Oder so, oder nach rechts. Und dann, ja, dann läuft das. Was tut er da? Ich schiebe die Kugel hier. Bäm! So. Oh. Wo ist hin? Wo ist es hin? Du hast es wieder weggemacht. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Tut mir leid. Kann es sein, dass die Dinger eventuell bloß eine gewisse Haltbarkeit haben, dass du so und so oft draufhauen kannst und dann verschwinden vom die? Beim Draufhauen, das kann sein. Weil ich mich eingeloggt habe, lagen hier noch Blöcke rum, die habe ich vor der Aufnahme weggenommen. Ich muss das gleich mal testen, ehrlich gesagt. Na toll. Hey, es funktioniert! Ja, sie halten nur kurz! Schön. Ja, lassen wir ihm in den Glauben.
Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und dann können wir ja so in 2, 3 Folgen mal gucken, was wir dann, wie weit wir dann gekommen genau. sind und ob wir noch Lust haben. Bei meinem Projekt muss ich echt überlegen, wie ich das mache, weil ich muss ja das Gefährt, was fährt, muss ich ja beweglich machen. Ne? Das wäre praktisch, ja. Ja, genau, das heißt, das muss ich auf meinem Bauplattform bauen. Mhm. Aber die, wo ist das Fahrzeug? Aber die, die Stangen, an denen es sich langzieht, müssen ja statisch sein. Das wird interessant, wie ich das, weiß ich noch nicht. Ich baue wahrscheinlich, mal gucken. Ja, gucken wir ja? mal. Gucken genau. ist eine gute Idee. Gucken ist eine gute Idee. Frage ist, ich wollte hier auch in der Nähe der Plattform bauen, weil wenn das funktioniert, kann man die ja noch ausbauen mit Haltestellen, pipapo. Und deswegen wollte ich hier auch in der Nähe bleiben, damit wir auch immer mal wieder gucken können, was der andere macht, dachte ich, oder? Ja, ja, oder ich denke auch, möchtest du, ja. dass ich weit, weit weg von dir? Ja, weit, weit weg, bitte. Genau, wir machen das jetzt so, wir spielen zwar in derselben Welt, machen aber TS aus und spielen eigentlich doch Solo, weil, wie gesagt, wir können es eigentlich gar nicht leiden. Ja, genau. Deswegen, das ist eine wundervolle Idee, machen wir so. Okay? Quatscht eh nur Scheiße. Also ich meine jetzt mich selber. Ach ja, ja, ja. Dachte ich auch. Das Geile ist, bei der Schwebebahn kann ich mir auch die Materialien ausruhen. Das muss nicht das Leichteste sein, ne? Ja, ja, klar. Am besten ja? schwer, damit es nicht wegfliegt. Ja. Und ich habe mir halt überlegt, man kann bestimmt diese komischen Metallstreben und sowas nämlich super dafür nutzen, eben diese Bahn an sich zu bauen. Mal gucken, wie das wird. Ja. Ja, genau. Versuch doch einfach mal. Ja, Mama. Das war ein wenig anders geplant. ich nehme einfach mal den Block, da kann man bestimmt farblich dann irgendwas machen. Ja. Ja. Ja, klar. Mach nur. Oh, was immer du willst. Gott, ich habe von uns beiden ja immer am wenigsten gebaut, ist mir mal aufgefallen. Echt? Bin immer irgendwie rumgehopst, hab Blödsinn gemacht. Oh. Jetzt muss ich selber ran. Was? Geht's dir da hinten gut? Ja, ja, ja. Ist gerade irgendwas runtergefallen. Ich glaube, es war die Treppe. Es war dein schwerer Kopf, gib's halt zu. Nein, nein, die Viel Treppe. Brain. Die ist Viel wirklich Brain. Einfach runtergefallen. Das war hochinteressant. Ah, ja, das kann nicht sein. Das, dass die bloß an einer Wand hängen oder so. Unsere Konstruktion hat vielleicht Macken. Ein wenig, ja. Weißt du was, schön wäre dann die Bahn, die ich hier baue, einmal komplett um die Karte rum. Mit so verschiedenen Schüssen waren, wie so ein Vergnügungspark mäßig. Dann bauen wir noch eine Achterbahn. Ja. Boah, ob man eine Achterbahn realisieren kann. Das ist interessant, ja. Weil Räder an sich können ja auch ohne Getriebe sich drehen, ne? Ja, klar, da muss halt so ein Drehding ranbauen, aber sonst. Genau. Das wäre auch interessant. Aber wäre auch ein Mammutprojekt. Ja, an sich, so eine Schwebebahn, wie groß willst du die eigentlich machen? Ja, so, dass man quasi mehrere Sitze drin hat von, ich mach die so eher auch so länglich. Und den Kurs kann man ja jederzeit erweitern, dachte ich. Ja, klar, gewissermaßen bestimmt, ja. Erstmal so eine Machbarkeitsstudie. So und dann, ist möglich und geht nicht, ne? Genau. Und erweitern kann man ja wie bei unserem Hauptgefährt immer noch, dachte ich. Ja, ja, sollte eigentlich. Vielleicht erstmal so Testphase, so ein kleiner Rundkurs einfach und dann erweitern. So, oder? Ja, klar. So wie mit unserem Fahrzeug, an dem du ja gerade arbeitest, da haben wir ja auch quasi erstmal gucken. Ja, haben dann was gelernt. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, weil ich nicht mehr hochkomme. Kommst du nicht mehr hoch? Nee, ich komme nicht mehr hoch. Vor allem, weißt du, wie das aussieht? Ah, jetzt komme ich hoch. Weil du da ja eine Wand gerade auf... Als wäre das so ein Puppenhaus. So was zu lassen. Gefällt dir das? So ein Puppenhaus, weißt du? Wenn da jetzt noch Betten drin wären und so. Und dann du da rum... Da Treppe. Und du da so rumläufst. Mir fehlt mein iPad mit der Musik jetzt leider. das sieht schön aus. Trist in so Puppenhaus. Was tust du da? Ich baue mich nach oben. Auf Glasblöcken? Na, auf irgendwas muss ich mich ja hochmachen. Oder nicht? Das erinnert mich an diese auf diesen Partys. Gut, auf solchen Partys treiben du und ich rum, wo so Shampoos-Pyramiden gebaut werden. Ja, aber das ist cool. Hast du mal gesehen, wie die eingegossen werden? Nein. Mich hat's gerade rausgehauen. Ja. Dasselbe Problem habe ich auch. Ja, es ist kaputt. Keine Ahnung.
Deswegen bin ich bei dir, wegen dir rausgeflogen. Ich schreibe einfach mal Crush rein. So, Send Error Report. Was? Ja, so ungefähr, ja. Könnten wir tun, ja. Ist richtig. Ja, ich nehme meine Tonspur extern auf. Das, ja, meine dich nicht. Ja, das ist mir das Spiel mal kurz abgeschmiert, ja. Ja, hast du es? Ja, genau so hört sich das jetzt auch wieder an. Genau, also wenn ihr hören wollt, was der Rossi gerade gesagt hat, beziehungsweise beim Rossi guckt und hören wollt, was ich gerade, das musst du nochmal sagen, weil das merke ich, das kriegen die Leute nicht mit, dann jetzt bitte nochmal den anderen einschalten und gleichzeitig ablaufen lassen, damit ihr unser Zwiegespräch mitbekommt. Okay, hast du mich schon eingeladen? So, genau, wollen wir jetzt erstmal kurz Tschüss sagen, oder? Ja, ich hätte es jetzt als Überraschung für die nächste Folge aufgehoben. Okay. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.